So, jetzt hat mich mein Freund Fischer dazu gebracht, dass ich den Thema Sozialfall Euro besprechen soll. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema, sind wir uns schon einig. Aber es ist in seiner Aktualität natürlich, treibt es alle Deutschen um. Ist klar, es geht um unser eigenes Geld. Und es ist, man kann es ohne Umschweife sagen, die bedrohlichste Situation, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg hatten, was die Währung betrifft. Bevor ich da, das Ganze ist etwas vielschichtig, ich werde mich bemühen, das so darzustellen, dass man es nachvollziehen kann. Aber es ist also wichtig, dass man mal zurückschaut, wie es mit dem Euro begonnen hat. Wer sich noch erinnern kann, 1989 ist die Mauer gefallen. Und die Deutschen haben sofort den Weg zur Wiedervereinigung eingeschlagen. Und wir haben uns alle gefreut. Aber das haben wir festgestellt, unsere sogenannten westlichen Verbündeten, Mrs. Thatcher in England, Mitterrand in Frankreich, die Italiener, wollten die Wiedervereinigung nicht. Sie waren dagegen, weil sie Deutschland für zu mächtig gehalten haben. Das ist ein Treppenwitz der Geschichte. Unsere eigenen Verbündeten waren dagegen. Und dann hieß es natürlich relativ schnell, der Königsweg ist der, ihr Deutschen, wir entmachten euch, wir nehmen der Deutschen Bundesbank die wirtschaftliche Macht, die ja damals Europa ein bisschen beherrscht hat, und vor allen Dingen nehmen wir euch die D-Mark, damit Deutschland geschwächt wird. Dann werden wir der Vereinigung Deutschland zustimmen. Das war so die hauptsächliche Formel, die es damals gab, dass auf die D-Mark verzichtet wird zugunsten der Kunstwährung Euro. Jetzt haben wir damals alle gedacht, das kann es ja gar nicht geben, eine Regierung, deutsche Regierung wird dann niemals dem D-Mark-Mord zustimmen. Gerade wir Älteren, wir wissen ja, was die D-Mark für uns bedeutet hat. Sie war Garant für Wohlstand und Stabilität. Das, was Herr Fischer eben gesagt hat, der Manfred gesagt hat, wir Deutschen haben auch eine Stabilitätskultur. Weil wir nämlich zwei Hyperinflationen und totalen Währungsverfall erlebt haben im vorigen Jahrtausend, vorigen Jahrhundert. Das unterscheidet uns eben von den Ländern wie Portugal und Italien und Griechenland, wie sie alle heißen, die ganzen Südstaaten. Aber wir wissen ja, wie es ausgegangen ist. Am 10. Dezember, jetzt mal aufgeschrieben, 10. Dezember 1991 gab es den berüchtigten EU-Gipfel in Maastricht. Und am nächsten Morgen konnten wir in der Zeitung lesen, D-Mark wird abgeschafft. Das war also schon erstaunlich. Ich hatte immer noch keine so richtig geglaubt. Es gab eine Vorlaufzeit, die noch 10 Jahre laufen sollte. Hat immer noch keine so richtig ernst genommen. Aber es gab die französische Tageszeitung Le Figaro, große französische konservative Zeitung. Und die hat am nächsten Tag bereits im Siegesrausch, Zitat, gejubelt, hier zitiere ich, Deutschland wird zahlen, sagte man in den 20er Jahren, heute zahlt es, Maastricht ist der Versailler Vertrag ohne Krieg. Ja. Seine französische Tageszeitung damals bereits geschrieben, jetzt muss man sagen, das kann man gar nicht besser ausdrücken, und wie man sieht, ist die Realität spätestens jetzt eingetreten. Und wir wissen auch, dass das Euro-Projekt gnadenlos vollstreckt worden ist. Auch interessant, alle Länder Europas konnten über die Abschaffung der D-Mark abstimmen, nur wir nicht. Uns hat man das untersagt, unsere eigene Regierung. Weil man gesagt hat, die Deutschen sind ja alle schlichte D-Mark-Nationalisten, die sind zu blöd, um die Segnungen des Euro zu erkennen. Und wenn ich mich immer erinnere, die Franzosen zum Beispiel, die haben auch abgestimmt. Und die Franzosen haben ja Kolonien in der Südsee und in Afrika. Da konnten sogar Neger abstimmen über die D-Mark und den Euro, nur wir nicht. Also auch, wie gesagt, eine Geschichte, die man eigentlich nicht glauben kann. Ich persönlich habe dann Anfang 92 für mich eine sehr wichtige Entscheidung getroffen. Ich war nämlich bis dahin ein Spitzenfunktionär der Freien Demokratischen Partei Deutschlands, der FDP. Traut mir sich gar nicht mehr zu sagen heute. Also im Landkreis Fürstenfeldbruck. Bin aber damals wirklich an diesen Betonköpfen wirklich gescheitert. Was die Euro-Frage betraf, ich habe dann konsequent alle Ämter niedergelegt, bin 92 aus der Partei ausgetreten und habe mich damals den Republikanern, Dorothe Franz Schönhuber, angeschlossen. Habe natürlich gemerkt, was das bedeutet. Erster FDP-Mann, sympathisch, nicht? Auf einmal war ich ein Rechtsextremist über Nacht, ne? Aber das hat mich also nicht gestört. Ich komme wieder zurück zum Euro. Ich habe, wie gesagt, Volkswirtschaft studiert und man lernt eigentlich schon im ersten Semester die Grundvoraussetzungen für eine gemeinsame Währung. Das verlangt also eine konsequente politische Führung und vor allen Dingen einen einheitlichen finanz- und wirtschaftspolitischen Unterbau. Sonst geht das nicht. Und der Euro wurde von Anfang an politisch missbraucht, bis heute.
Und schon damals war jedem klar, man muss nur mal die Geschichte sich anschauen, es gab mehrere Versuche, gemeinsame Währungen in solchen unterschiedlichen Staaten. Es hat in der Geschichte immer mit einer Katastrophe geendet. Ja. Und so ähnlich könnte es auch diesmal sein. Es ist noch nicht ganz so weit, ich will ja kein Horrorszenario an die Wand malen, aber die Situation ist also nicht lustig. Wie gesagt, die Frage, dass man das Schicksal der Deutschen, des deutschen Geldes mit Südstaaten verbindet, die eine ganz andere Mentalität haben wie wir, was Inflation betrifft, das kennen wir doch alle aus früheren Zeiten, das ist also keine Nebensächlichkeit, sondern es ist etwas ganz Fundamentales. Das unterscheidet uns eben auch von den Staaten, die man heute als PIGS-Staaten bezeichnet. Ja. Nicht, also PIGS-Staaten, also P-I-G-S, Englisch heißt Schweinestaaten, P wie Portugal, I wie Italien, ja. Irland, G wie Griechenland, S wie Spanien. Das ist also nicht von mir, das ist ein feststehender Begriff. Man hat ja schon von früher gewusst, was hinter diesen Ländern sich verbirgt. Vor allem auch das Sagen auf die Griechenland. Aber hat es immer wieder eingehämmert über alle Medien, der Euro hat eine innere Stabilität. Ja. Wir haben es als Teuro kennengelernt. Wir wissen alle, was passiert ist in der Preiseskalation Anfang der 2000er Jahre. Und dann hat man immer auf diesen Unionsvertrag hingewiesen, den der Kommander gelesen hat. Aber da steht drin, Paragraph 125, der regelt, dass kein Mitglied der Währungsunion für die Schulden eines anderen Landes bezahlen muss. Das ist das sogenannte Bailout-Verbot. Vielleicht manche das schon gehört. Das versteht man also unter Bailout. Aber das ist ja prima, da müssen wir nicht haften, da kann nichts passieren. Haben wir jedenfalls geglaubt. Und gleichzeitig hat man eben alle möglichen und unmöglichen Länder in die Eurozone, muss man sagen, aufgenommen. Also von 27 Europastaaten der EU sind mittlerweile 17 im Euro. Ist aber deswegen interessant, weil es im Umkehrschluss heißt, in Europa gibt es nur 11 unterschiedliche Währungen. Nicht? Weil nur 17 von 27. Und es geht übrigens auch. Wenn immer gesagt wird, ohne den Euro bricht alles zusammen, wir haben ja auch jetzt keine einheitliche Währung. Nicht? Die Engländer sind nicht dabei, die Schweden nicht, die Dänen, um noch ein paar wichtige Länder zu nennen. Das Griechenland hat sich dann natürlich, hat der Hase schon gesagt, auf eine Art und Weise eingeschlichen, die kann man als kriminell bezeichnen. Ich sage mal, sie haben Bilanzen gefälscht. Übrigens haben das andere auch gemacht. Es gab ja damals berühmte Kriterien. Konvergenzkriterien hat man es genannt. Denn hier ist jetzt wir nicht reingedurft, weil wir damals schon mehr als 60% Gesamtverschuldung hatten, also des Bruttosozialproduktes. Die Belgier hatten 140%. Eigentlich durfte man nur 60% haben. Ja, bei den Deutschen ist es die Wiedervereinigung, das zählt nicht. Die Belgier sind ein Urland der EU, die kann man nicht ausschließen. Die Italiener geht schon gleich gar nicht, weil die haben die römischen Verträge in den 50er Jahren. Man hat bei jedem Land eine Ausnahme gemacht. Deswegen waren sogenannte Konvergenzkriterien von Anfang an ein blanker Unsinn. Und als dann der Schröder dann mit Eichel zusammen die Griechen eingelassen hat, kam es darauf auch schon nicht mehr an. Das muss man also auch schon mal sagen. Es gab damals also viele, die gesagt haben, wenn ihr so viele Schwachländer einlasst in die Europäische Union, dann wird es zu einer Transferunion kommen. Was übrigens auch ausgeschlossen wurde im Vertrag von Maastricht, also Finanzierung untereinander. Und es gibt da also ein Zitat, ich habe es aufgeschrieben. Es gibt ja den Jean-Claude Juncker, der ist Präsident der Eurozone, der 17 Euro-Staaten und auch Präsident des mächtigen Luxemburg. Der hat mir genau diese Frage gestellt, ob das nicht zu einer Transferunion führt. Da hat dieser Mensch wörtlich darauf geantwortet. Transfers in der Währungsunion sind so unwahrscheinlich wie eine Hungersnot in Bayern. Das hat er damals gesagt, ist gar nicht so lange her. Und heute haben wir die Transferunion, aber Hunger haben wir immer noch nicht. Ne? Also ich sage mal, es kann ja mir Angst und Bange werden, wenn man sieht, welchen Politikern das Schicksal Europas und auch die finanzielle Existenz aller seiner Bürger anvertraut ist. Aber wir müssen mit denen leben. Jeder hat eigentlich damals, warte mal einen Augenblick. Also alle, nicht nur wir, alle haben damals den Euro-Betrug natürlich gekannt. Aber diesen Euro-Fanatikern, anders kann man es gar nicht bezeichnen, Kohl, Schröder und auch Merkel, denen war das völlig egal. Und das irrsinnigste aller Argumente, ich höre ab und zu nochmal, hat ja dieser dicke Kohl gefeixt mit seinem Satz, auch die zitiere ich wörtlich, der Euro ist eine Frage von Krieg und Frieden. Ja. Right? Gehen Sie mal wieder. Was heißt denn das eigentlich?
Frage von Krieg und Frieden. Heißt das, wenn wir nicht alles bezahlen, dann bombardieren die Griechen Berlin? Oder was heißt das eigentlich? Ne? Also, es ist völliger Unsinn. Also, wenn man sich was auf die Zunge zergehen lässt, kommt man zu der Erkenntnis, dass Deutschland ganz offensichtlich von Verrückten regiert worden ist und auch noch wird. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Wer mit solchen Sätzen durch die Gegend läuft, der kann nicht ganz dicht sein. So, dann kam natürlich in den Jahren 2008 die Finanz- und Wirtschaftskrise daher. Es war vorher schon manche bedrohliche Entwicklung, aber durch die Finanz- und Wirtschaftskrise, die übrigens auch durch den Euro noch verstärkt worden ist, das könnten wir auch noch erklären, aber bleiben wir mal dabei, ist ein erster Euro-Staat mit Griechenland in den Konkurs getrieben worden. Nicht andere Staaten weltweit sind auch Konkurs gegangen, Island, andere. Das ist keinen interessiert, weil die keinen Euro hatten. Nicht? Ist doch völlig egal, ob die Staaten pleite gehen. Auch Griechenland wäre völlig egal, aber sie haben den Euro. Und jetzt ging es aber einmal ganz schnell. Im Mai 2010, gerade etwas über ein Jahr her, haben die Europäische Union und die IWF, Internationale Währungsfonds, über Nacht ein erstes Rettungspaket in Höhe von 110 Milliarden Euro nur für Griechenland. Das sind unvorstellbare Beträge eigentlich. Und natürlich hat Deutschland das meiste davon bezahlt. Und damit ist bereits der Unionsvertrag gebrochen worden, weil das Bailout-Verfahren, wie wir eben beschrieben, schon hier gebrochen wurde. Das ist eigentlich Fall für die ordentlichen Gerichte, aber dann heißt dann, naja, Sondersituation, was passieren die alten Verträge? Und habe ich vorige Woche also im Presseclub sehen können, ist die Frage nämlich einer Journalistin gestellt worden. Sie sagt, naja, hätten wir das damals nicht reingeschrieben, dass sowas verboten ist, hätte doch keiner den akzeptiert, den Euro. Es war also ein getürkter Passus, wie wir heute wissen. Nicht? Aber, wie gesagt, wir haben das alles geglaubt, aber mal sehen, im Ernstfall spielt alles keine Rolle. Also kurz nach Griechenland haben wir natürlich nach Portugal und Irland auch Milliarden gefordert, haben sie auch bekommen. Und muss man sagen, die Kosten der Geberländer sind mittlerweile auf schwindelerregende Höhen gestiegen. Man kriegt das ja gar nicht mehr richtig mit, was da alle Woche passiert. Deswegen meine Zahlen sind jetzt 14 Tage alt, aber ich nehme an, die sind mittlerweile eher höher als niedriger. Also Deutschland hat über den ESM, das ist der Europäische Stabilitätsmechanismus, nach letzter Rechnung 21,7 Milliarden Euro direkt bezahlt und ist mit 168,3 Milliarden Euro Garantien in die Pflicht gegangen. Und zurzeit, die war ja gerade gestern der Gipfel, diskutieren die Leute darüber, wir haben ja das neue Problem, Stichwort Italien, Stichwort Spanien, da geht es erst richtig zur Sache, wenn die kommen, die Kriege sind ja klein, dass sie den Rettungsschirm auf 1,5 Billionen Euro verdoppeln wollen. Und was das dann für Deutschland bedeutet, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Es kommen die ganz schlauen Leute her, die sagen, naja, ist ja ein Großteil Bürgschaften, das muss ja gar nicht alles fließen, sieht ja alles prima aus. Da frage ich Sie alle, wir alle wissen es besser. Wie sagt der Volksmund? Wer bürgt, wird gewürgt. Genau so ist es. Alle, die ich in meinem Umfeld kenne, die Bürgschaften gebraucht haben, haben sie irgendwann platzen lassen. Nicht? Und so wird es hier also auch sein. Jetzt weiß man ja inzwischen, dass diese 110 Milliarden nicht ausgereicht haben für Griechenland. Jetzt sollen sie ja gestern beschlossen, weil die Zahlen schwanken, die einen sagen 109 Milliarden, andere sagen es sind eigentlich 157 Milliarden. Das ist wie so ein kleines Land. Ne? Sollen jetzt noch im Juli sollen noch 12 Milliarden bezahlt werden. Das ist auch interessant, von diesen 12 Milliarden zahlt der IWF 3 Milliarden, 9 Milliarden zahlt die EU. Und von diesen 9 Milliarden zahlt ein Land 7 Milliarden. Jetzt raten wir mal, wer das ist. Ich habe hier aufgeschrieben, hier Holland, Polen, Dänemark, Italien. Wir wissen natürlich besser, wer es ist. Ne? Es ist natürlich wieder Deutschland. Das ist auch völlig, völlig klar. Die Engländer, die Dänen und die Schweden sagen, geht uns nichts an. Wir haben keinen Euro. Genau. Der Cameron hat es ja deutlich gesagt, der britische Premier. Nicht mein Thema, macht er was er wollt. Ja? Aber Polen hat auch nicht den Euro, ne? Ja, noch nicht. Die zögern noch. Ja, da gab es die Euro-Länder, die hätten bezahlen können. Italien, Spanien, Portugal, Irland. Ja gut, die haben eh kein Geld. Haben wir dann großzügig übernommen. Und fast alle pleite sind die Staaten. Und die Franzosen haben es auch bezahlt, aber haben sich vornehm zurückgehalten, zahlen immer etwas weniger. Nicht? Und deswegen blieb halt nur, wie immer, der Weltzahlmeister Deutschland.